Servus, liebe Freunde des Bastelns, 3D-Druck und Laser. Mein Laser steht da hinten, mit dem habe ich schon eine ganze Weile nichts mehr gemacht, weil ich mir einen neuen 3D-Drucker gegönnt habe. Den BambuLab A1. Mal ein bisschen sauber machen, da hängt hier noch der Schmoller dran. Ja, eine richtig coole Maschine, natürlich mit AMS, Farbwechseln, mehrfarbige Drucke, Hammermaschine. Machen wir vielleicht mal ein separates Video dazu, wenn es euch interessiert, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Anlass heute ist aber, dass ich eine neue Düse bestellt habe. Ein Nozzle 0,6 mm habe ich mir bestellt, das Hotend, bei AliExpress für 6,59 Euro. Sind die noch ganz sauber? Wie geht denn das so billig? Absoluter Wahnsinn. Werden wir jetzt ausprobieren, was da dran besonders geil ist. Da war auch diese Silikonsocke mit dabei. Praktischerweise, denn die Silikonsocke, die ich hier dran hatte, warum ist denn das so hell? So, die ist schon hier so ein bisschen eingerissen und da bin ich ganz froh, dass ich jetzt Ersatz habe, weil vermutlich macht es die hier auch nicht mehr allzu lang. Gut, jetzt wollen wir das Teil mal montieren und gehen mal hier rein und werden mal hier dieses Filament entladen. Ah, das haben wir schon. Perfekt. Ja, dann gucken wir nochmal. Geschnitten ist es. Und es ist ja einfach auch unfassbar, wie einfach das ist, so eine Druckdüse hier zu wechseln. Also, ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie geil das hier gelöst ist. Also, das ist ein Original-Nozzle. Das hier ist jetzt hier die AliExpress-Variante. Die sieht exakt gleich aus. Kommt hier rein, magnetisch, hält, wackelt auch nichts. Klammer zu. Dann, oh, mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig. Es hängt. So. Das ist irgendwie noch schief hier. Das ist nichts mit einer Hand hier. Jetzt habe ich es. So, perfekt. Und dann machen wir gleich noch hier das Gummisöckchen drauf. Nehmen wir mal wieder das kaputte. Funktioniert ja noch. Das andere ist Reserve. So, dann gucken wir, dass das hier unten rausschaut. Das sieht richtig gut aus. Wupp. Dann einmal meine Abdeckung wieder hochheben. Könnte man eigentlich auch weglassen. Halt. Erst unten. Glaube ich. Ja. Ach, Heilandzack. Das ist einfach die falsche Hand, Leute. Ich bin Linkshänder. So, einhängen. Und eigentlich mache ich das lieber mit zwei Händen. Machen wir doch zuerst oben, dann unten. So war es einfacher. Ich habe es noch nicht allzu oft unten gehabt. Aber wozu auch? Ja? Ich meine, man muss ja nicht jeden Tag die Düse wechseln. Perfekt. Dann gehen wir jetzt noch kurz hier in die Einstellungen rein. Und ändern hier mal kurz noch die Düse. Ach nee, komm. Das machen wir hier drüben am Rechner. Gerät. Einstellungen. Printer Parts. Hardened Steel 0,6. Yes, fertig. So, das hier werde ich drucken. Das sind Teile, die ich hier gleich im Rasen brauche, die so ein bisschen den Boden stabilisieren, damit der Mähroboter hier mehr Grip hat. Die habe ich jetzt schon gesliced auf 0,6er Nozzle. Abschicken. Jawohl. Und Abfahrt. So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Druckdüse irgendwelche Probleme macht. Boah, ist das warm heute. aber trotzdem bin ich gespannt, ob es Probleme gibt, weil ja, man weiß ja nicht, ne, bei dem Preis, danke für die Musik, bei dem Preis ist man ja doch immer so ein bisschen kritisch und das Gute ist, meine Erfahrung mit AliExpress war bisher immer so, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit Produkten, nehmen die das anstandslos zurück. Der Wahnsinn. Ne? Und das Beste daran, das Ding hat echt nur eine Woche gebraucht. Also eine Woche Versand ist mega, wenn du überlegst, dass das Ding aus China herkommt. Der Hammer.
der Hammer. Also, wir gucken uns mal an, wie der Druck hier läuft. Mach's spannend, komm. Da wird ja wohl was rauskommen da unten, oder? Da wird ja wohl was rauskommen. Immer noch nicht? Immer noch nicht? Jo, es dauert. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Perfekt. Das ist doch schon mal vielversprechend. Dann kann's ja losgehen. Altes Filament reinigen steht im Moment an. Und ich bin jetzt mal gespannt. Eine Stunde wird der Druck dauern. Ich werde den auch definitiv gleich mal ein bisschen beschleunigen, weil selbst auf 124% und oft auch auf 166% läuft der Druck einfach perfekt. Und gerade bei so einem Teil, was ja einfach sowieso in der Erde vergraben wird, das muss nicht übertrieben akkurat sein. Ja, ist was anderes, wie wenn du hier so Designobjekte machst. Die sollen natürlich schön rauskommen, wobei ich jetzt auch sagen muss, irgendwas stimmt mit meiner Videoeinstellung nicht. Die kommen im Moment gar nicht so schön rüber, aber das ist ein richtig sattes Orange hier eigentlich. Ist aber jetzt auch egal. Der Druck könnte jetzt mal losgehen. So, es geht los. Endlich. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Ist zwar jetzt hier sehr gemächlich. Oder langsam, um es mal richtig zu sagen. Aber das ist normal. Die erste Ebene ist immer langsam. Dazu kommt, dass wir hier mit PETG drucken. Das ist natürlich auch noch mal ein bisschen langsamer als bei PLA. Und wenn ich jetzt hier sehe, dass das gut läuft, dann werde ich auch gleich die Geschwindigkeit noch ein bisschen hochsetzen. Die Teile sind doch kleiner als gedacht. Da werde ich noch ein paar mehr davon brauchen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob alles funktioniert. Und was ich euch dann zu dieser Düse hier berichten kann. Gehen wir gleich mal hier auf 124%. Das ist das Ganze ein bisschen schneller. Machen wir hier mal sauber. Ja, ich weiß. Während dem Druck hier im Druckbett rumfummeln ist eine ganz tolle Idee. Sollte man vermeiden. Aber wie ihr seht, das Ganze wird sehr gut. Und wir sehen uns wieder in 40 Minuten, wenn die beiden Teile fertig sind. So, wir sind fertig. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, wir haben hier so ein bisschen Fäden, Stringing. Da kann aber die Düse nix dafür. Das ist einfach die Drucktemperatur. Ja, ich muss mal noch einen Temp Tower drucken für dieses PETG, damit ich weiß, bei welcher Temperatur das perfekt druckt. Habe ich jetzt noch nicht. Macht aber nichts, weil wie gesagt, das kommt sowieso in den Boden, um den zu stabilisieren. Also insofern, wenn man sich jetzt mal hier auch die Ränder anschaut, das sieht sehr gut aus. Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Sagt es jetzt wirklich viel über die Düse aus? Naja, sie funktioniert, sie passt perfekt rein. Ich konnte keine Nachteile feststellen. Bei diesem ersten schnellen Testdruck sollte sich das ändern, gibt es natürlich sofort ein Update. Dann erfahrt ihr das von mir. Und wenn ihr Fragen habt zu der Düse, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde sie euch verlinken. Und dann könnt ihr die ja auch durchaus mal selber testen. Die nächste, die ich mir bestelle, wird eine 0,8 mm Düse sein. Weil gerade für so, sag ich mal, funktionale Teile, die nicht viele Details haben, da ist man doch froh, wenn es ein bisschen schneller geht. Ich meine, die zwei brauchen jetzt schon 40 Minuten. Wäre sicherlich noch ein bisschen schneller gegangen. Ja, in diesem Sinne, ich werde jetzt nochmal zwei drucken. Bitte Daumen hoch, Kommentar schreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.